So Leute, ich bin's PJ, ihr seid wieder auf meinem Kanal und heute machen wir mal weiter mit meinem zweiten krassen Album. Da hören wir mal in ein paar Tracks rein und mal gucken, was da so abging. Wir gucken wieder als erstes das fette, krasse, hammer, mega geile Cover an und das sieht so aus. Ja, doch, es ist richtig, tja, mir fehlen die Worte. Es ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, es gab damals noch kein Photoshop, würde ich mal sagen. Und irgendwie, weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe. Mit irgendwas, ich denke mal mit Paint. Und das ist... Oberklasse, das kann keiner mehr toppen. Das ist richtig dope. So, jetzt guck mal das Backcover an. Sieht ein bisschen naja aus. Und wieder diesmal 22 Tracks und Types of Law Middle Draw, was es nicht gibt. Aber da gibt es auch einige Songs, Intro, das Wiedersehen, warum. Ey, fett krass, einige Lieder kenne ich gar nicht mehr, absolut nicht mehr. Aufwecker. Also ich kloppe auf den Wecker. Ja, also dann fangen wir mal an mit dem Intro. Einfach so. So, bab, Intro. Hammergeil. Oh, weg geht's um. Willkommen zum Intro, zu das Wiedersehen. Wir gehen noch weiter, wir sind so tighter und viel breiter. PJ MC Reiter und DJ O, der Turntable Fighter. Wir sind auf der zweiten Sprosse der Leiter. Wir machen weiter, wenn ihr das wollt. Mein Rap, der rollt wie DJ O's Platten. Check das, du Ratte, ich schreife auf der Matte und rappe diese Platte. Was soll ich sagen? Mein Flow, mein Show und das alles gibt es hier zu hören. Weiter, ohne zu stören. Ich geh erstmal in den Shop oder aufs Klo, vielleicht in den Zoo. Und das war's mit den Intro, yo. Okay, also raptechnisch richtig krass unterwegs. Okay, mal gucken. Was, dann machen wir mal die Nummer 4. Wer anderen? Du kennst keine Freude außer der Schadenfreude. Junge, wenn es dir jetzt zu hart wird, dann heule. Du sagst, wer mich dumm macht, bekommt eine mit meine Keule. Kleiner, du hast die Maul volle. Als Kind schautest du schon wie eine Eule an, beim Leiden zu und wie nu hat es dir gefallen. Du zeigtest deine Krallen, du wolltest gegen jeden deine Hände ballen. Sind auch immer welche auf dir reingefallen, aber bei mir beißt du auf Granit. Was du sagst oder machst, wird an mir ab. Und zehnfach zurückschallen. Ich fall auf deinen Scheiß nicht mal rein. Jemand hat gesagt, lass es sein. Dann stellst du ihn hinterm Rücken ein Bein. Das findest du fein, so imponierst du kein. Du lebst in deiner eigenen Welt, wo es sich nur um Hass und Scheit dreht. Das Gut hast du verbannt. Du hast es erkannt. Du hast Angst, dass du was machst, was dir gefällt. Du bist eigentlich lieb. Du bist Bengel, ey, du Engel. Das willst du nicht hören. Ich fang an zu stören. Ja, also, ich weiß nicht, was das war, was ich da damals gemacht habe. Wahrscheinlich die Pubertät hat meinen Kopf zerstört. Wie uncool, machen wir jetzt mal an. Cool und cool, was nun? Soll ich dich ausbuhen? Ich habe den Ruhm und du kannst nichts dagegen tun, als nur rumzustressen. Du kannst dich doch noch voll fressen. So, ich werde dich jetzt mal voll richtig ablaufen. Du kannst nichts dagegen machen. Ich werde dich auslachen und lass nichts Gutes an dir. Also, ich werde dich jetzt voll richtig ablabern.
richtig dope. Wenn dich die Leute sehen, werden sie alle von dir weggehen. Jedes Mädel, was du ansprichst, spuck dich gleich ins Gesicht. Ich werde für dich alles versauen, dann kannst du dich nichts mehr aufbauen. Wenn du was haben willst, musst du es klauen. Doch dich wird jeder erwischen, ich werde mit deinem Gesicht den Boden aufwischen. Du kannst mir nichts auftischen. Wie uncool. Das war mein DJ damals. Okay, wir machen weiter im Geschehen und machen alles so. Sind wir gut drauf, geht das Leben immer auf. Aber ist in uns Hassstreit oder Wut? Vergeht es einem am Fuckies Blut? Man bekommt nichts mehr unter einen Hut. Am liebsten schlägt man jeden tot. Die einzige Farbe, die man sieht, ist rot. Mit die man in ein Boot gesessen hat, macht man einfach platt. Es hat alles keinen Sinn mehr. Sein Leben ist dann leer, du hast keinen Teddybär. Dir wird alles zu viel mit den anderen, die durch dein Leben wandern und nichts richtig machen, die nur in dir ein großes Feuer entfachen, dass es locker den Regenwald abbrennt. Du hast dann wegen so einer Honks super Zeiten verpennt. Wer liegt dann im Trend? Du nicht. Wegen einem kleinen Augenblick, wo du die Kontrolle verloren hast. Was hast du davon? Nur ein Knick in deinen Film. Du brauchst ein wenig Zeit, um herunter zu chillen. Weil wenn man Hass und Wut in sich hat, ist man unausstehlich und gemein. Es wird nie etwas Gutes an einen gelassen und nur rumgeschnauzt. Das lässt man dann nicht sein. Es ist zum Schreien und Ausrasten. Dein feiner Schein ist dann weg. Vor den anderen fliegt man dann in den Dreck. Alle labern so, schneidet dir mal eine Scheibe von meinem Speck ab. Genau das hat man da satt, dass alle denken, dass sie was Besseres sind. Wut macht alles einen in einen Wirbelwind, nicht ein braves kleines Kind. Yo, es kommt nicht darauf an, was man macht, sondern wie man es nimmt. Ja, so. Also manchmal, wenn ich jetzt die Texte so höre, ich weiß nicht, was ich da damals gedacht habe, wo ich die geschrieben habe. Das ist ja sehr, sehr komisch. So, dann machen wir, wenn die Welt untergeht. Ja, wenn die Welt untergeht. Dann ist alles zu spät. Oh. Wenn die Welt untergeht und nichts mehr steht, ist es zu spät. Wenn über das kalte, leere Land ein eiskalter Windhauch weht, brauchst du immer keiner, auch wir sind's gewesen. Wir haben alles verwesen lassen und die ganzen Wassermassen verseucht. Nur weil Geld im Spiel war, haben die Menschen nicht gescheucht. Doch wenn die Erde bebt und nichts mehr wie gewohnt ihre Runden dreht, bekommen die Menschen schon Angst. Du hast es erkannt, dass du nirgendwo anders hin kannst. Du bangst, wenn du zum Himmel schaust, weil die Wolkendecke schlägt schon lecke. Und die Armen sagen, ist mir egal, wie verrecke. Und die Reichen nicht, dass ich zur Verantwortung gezogen werde, weil ich da voll drin stecke. Eine kleine Ecke ist von der Welt schon abgebröckelt und im Weltall zerstückelt. Erdpflanzen sind verrückelt, wie in der Sage von Moses hat das Meer einen Riss. Gewiss wird dieser immer größer, bis die Erde in zwei Teile zerrissen ist. Ich, ahnungsloser Wicht, schreibe Tag für Tag, bis mein Ende kommt. Ehrlich zu sagen, ich habe Angst vor dem Tod. Was wird nach meinem Tod sein? Wer wird schreien und wer wird weinen? Also das ist immer noch Fakt. Angst vorm Tod habe ich bis jetzt immer noch derbe krass. Aber das legt sich irgendwann mal, denke ich mal. So, und jetzt kommen meine letzten Worte. Oh, nicht von da irgendwie. Das ist vielleicht das Letzte, was du von mir hörst. Ich hab das Leben satt, ich mach mich allein irgendwo platt. Mein Leben ist Schachmatt, ich habe es immer ausprobiert, es wieder in die Bahn zu bekommen. Aber ich habe es zu sehr verbaut, ich gehe unter, hätte ich nicht meine Reime. Das kann ich alleine, dazu brauche ich keine Bitches oder Honks. Das hier, was ich auf das Paper kratze, ist mein Leben. Ich könnte über so viel schreiben, aber Matze, der mit der Horrorfratze, fickte vor die Woche seine Katze. Und warum die Katze bloß so dolle kratzte, als sie kam, hätte er heute noch ein wenig Scham. So eine Reime passen mir jetzt nicht in den Kram, für so eine lustigen Raps bin ich heute zu lahm. Mein Herzen ist jetzt nicht mehr warm, weil ich will was haben, was ich schon hatte. Aber ich bekomme eine Macke, wenn ich immer darüber nachdenke, also ist das mir Latte. Hätte ich jetzt eine Pappe, hätte ich mit dir geschmissen, dann wäre ich wieder gerissen und würde auf die anderen pissen. So, ich hoffe mal, das reicht. Das war mein zweites Album, das ich jeweils gemacht habe. Das Wiedersehen mit DJ O. Ich bedanke mich fürs Einschalten, für die Interesse.
Und ja, ich hoffe, es gefällt. Schreibt in die Kommentare oder gebt ein Like oder ein Abo oder teilt's oder was man nicht heutzutage hier alles auf YouTube erbetteln muss und kann. Gut, wie gesagt, Dankeschön. Boop, 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 boop.